Der Kampf im Winter in den weiten Räumen des Ostens stellt besonders hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Truppe. Zum Kampf mit dem Feind gesellt sich der Kampf gegen die Gewalten der Natur. Schnee und Kälte sind für eine unerfahrene Truppe gefährliche Gegner. Der Schnee hat verschiedene Eigenschaften. Er ist kalt. Er hemmt die Beweglichkeit der Räder und Kettenfahrzeuge. Und erschwert das Vorwärtskommen der Fußtruppe. Besonders unangenehm wird der Schnee, wenn er schmilzt. Eine weitgehende Vorsorge in der Ausrüstung und Bekleidung der Truppe hilft mit, die Gefahren des Winters herabzumindern. Daneben stehen den Nachteilen des Schnees Vorteile gegenüber, die wenig bekannt sind, von der Truppe jedoch ausgenutzt werden können. Schnee ist ein gutes Tarnmittel. Schnee in genügender Stärke, etwa 3 Meter, schützt gegen Beschuss. Schnee schützt gegen Wind, ist jedoch luftdurchlässig. Schnee schützt, richtig ausgenutzt, gegen Kälte. Schnee besitzt darüber hinaus vorzügliche Baueigenschaften. Ein richtiges Schneebiwak schützt vor Erfrierungen und erhält die Kampfkraft der Truppe. Bei einer Rast ist es falsch, wenn sich die Männer einfach in Decken und Zeltbahnen gehüllt einzeln hinsetzen. Die natürlichste und zugleich mit die beste Erwärmungsmöglichkeit, nämlich die gegenseitige Übertragung der Körperwärme, geht verloren. Besser ist es, einen kurzen Graben zu schaufeln. Zum Schutz gegen die Bodenkälte werden die Skier mit den Laufflächen nach oben auf den Boden des Grabens gelegt. Auf die Skier wird eine Zeltbahn gebreitet. 2 weitere Zeltbahnen werden zusammengeknöpft. Alle zur Verfügung stehenden Bekleidungsstücke werden angezogen. Die Ausrüstungsgegenstände und die 4. Zeltbahn werden als Kälteschutz an die Seiten gepackt. Die zusammengeknöpften Zeltbahnen werden in Falten über die Schultern gelegt. Die Schuhe und Bekleidungsstücke sind vom Schnee zu befreien. Die Männer setzen sich mit gegrätschten Beinen dicht hintereinander.
Gelenkbinden und Schuhriemen werden gelöst. Alle behalten die geöffneten Schuhe an. Der Vordermann steckt die Füße in einen Rucksack. Dann werden die zusammengeknöpften Zeltbahnen über die ganze Gruppe gezogen. Auf diese Weise kann man ohne Erfrierungsgefahr im Schnee 2 bis 3 Stunden rasten. Die einfachste Art, sich gegen Kälte, Wind und Beschuss zu schützen, ist das Schneeloch für einen Mann. Es ist einfach und schnell, auch im Gefecht zu bauen. Als Werkzeug dient der Feldspaten, notfalls das Seitengewehr. Skier benutzt man besonders dann, wenn die Schneebeschaffenheit das Ausstechen größerer Schneeplatten erlaubt. Schon ein einfaches Brett kann ein zum Graben geeignetes Werkzeug sein. Auch durch Strampeln mit den Beinen kann man sich bei einer Schneetiefe von mindestens 50 cm in wenigen Minuten ein Loch in Schulterbreite und Körperlänge schaffen. Hat der Mann eine Tiefe von 50 cm erreicht, so gräbt er sich seitwärts unter den Schneetiefen.